We thank you, Heavenly Father, for the inexpressible goodness you have, or indescribable goodness you have extended to us today. Wir danken dir, Vater, für die unbeschreiblich große Freundlichkeit, die du uns heute hast zuteilkommen lassen. All undeserved. Alles unverdient. And we thank you that your mercy and your grace has been multiplied more than what we could handle. Und wir danken dir, dass deine Barmherzigkeit und Gnade sich vervielfältigt hat, mehr als dass wir tragen können. Even as the little things that you allow us to experience seem so big for us. Auch die kleinen Dinge, die du uns erlaubt hast zu erleben, scheinen für uns so groß zu sein. Could you please encourage us today? Könntest du uns heute bitte ermutigen? And allow your powerful Holy Spirit to influence our minds. Und deinem mächtigen Heiligen Geist erlauben, unseren Verstand zu beeinflussen. And my prayer goes to the health guests. Und mein Gebet ist für die Gesundheitsgäste gedacht. For Katharina. Für Katharina. For Joanna. Für Joanna. And for Elena. Und Alina. Could you please be with them right in a very special way? Könntest du bitte auf ganz besondere Weise mit ihnen sein? Thank you once again for your promise that you'll be with those who would call upon you, though small in numbers. Ich danke dir erneut, dass du versprochen hast, dass du mit denen bist, die dich anrufen, auch wenn sie nur wenige sind. And for all of this we ask in Jesus' name. Und all dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Before I share the thought today, I would like my wife to share her experience, and not only that, but after, maybe I should like to stay like this. I want Marcel to share his experience first, and then my wife shares hers, and then I will go into the Andacht. Also, bevor ich jetzt die Andacht anfange, möchte ich gerne meine Frau und Marcel bitten, ihre Erfahrung zu erzählen. Zuerst soll der Marcel mal erzählen und dann wird meine Frau erzählen. So, Marcel first. Also wir sind heute zum Schrottplatz gefahren und wollten ja Schrott wegbringen, die Fahrräder so kaputte. Und dann sind wir draufgefahren auf den Schrottplatz und dann sagte ein Herr zu uns so, ja, fahrt lieber nicht da durch, ihr kommt da nicht mehr raus. Und Elisha sagte dann, ach nein, wir fahren da immer durch, das geht, das passt, da kann man durchfahren. Und dann sind wir da durchgefahren, haben das Schrott ausgeladen, wollten wieder losfahren und kamen nicht mehr weg. Das war eine Wiese, gell? Das war eine Wiese. Mhm. Also richtig, weil es geregnet hat die letzten Tage, kamen wir nicht mehr weg. Und dann stand der Bulli da und haben wir versucht und versucht mit Brettern und allen möglichen. Und es ging einfach nicht. Umso mehr wir es versucht haben, umso mehr waren die Räder einfach in der Wiese drin, bis die schon halb drinne waren. Und da habe ich schon gesagt, jetzt ist vorbei, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Und ich habe Daniele angerufen und habe gesagt, was soll ich machen? Ich bin total im Verzweifeln hier, wir brauchen das Auto in einer Stunde. Ja, und dann sagt er, ja, du musst Ruhe bewahren, darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, bete einfach zu Gott und er wird dir schon Hilfe schenken. Ja, dann habe ich im Kopf gebetet und habe einen kurzen ruhigen Moment gehabt und dann fuhr auf einmal so ein riesen Bagger vorbei. So, dann bin ich mit meinen ganzen Schlappen hinterhergelaufen. So ich wollte mit Hausschlappen, wirklich Jogginghose, Hausschlappen. Ich so, hey, stopp, bis zum Sanatorium bin ich hinterhin hergerannt. Vom Schrottplatz. Ja, und dann stand ich da und dann sagte ich, ja, ich bräuchte mal ihre Hilfe. Ich habe mich festgefahren am Schrottplatz. Und er dachte, ich bin einfach nur so gerade festgefahren. Aber der Wagen stand komplett quer auf dem Weg, weil wir noch drehen wollten und alles. Und er kam dann auch dahin und sagte, ich weiß nicht, wie ihr das hingekriegt habt, aber das ist, sowas habe ich noch nie gesehen, hat er gesagt, wirklich, das Auto, das stand da, das war schon peinlich für mich, dass er das gesehen hat. Und dann fuhr er mit seinem Bagger rein, hinterm Wagen vorbei, hat dann den Bulli drangehangen und ein bisschen zurückgezogen, dann haben wir die Schnur abgemacht und hat er sich selbst festgefahren. Und dann kam er nicht mehr raus.
Und dann noch mehr Löcher da entstanden, die ganze Wiese schon kaputt, ne, wirklich. Ich habe schon gedacht, oh nein, das wird so einen Ärger geben, ne, das ist, die Wiese, die ist jetzt eher ein Erdhaufen. Oh. Und dann, ja, hat das dann doch noch geschafft, weil ich war ja immer noch fester. Und dann hat der Bagger es doch noch geschafft, mit der Schaufel und alles rauszukommen. Und dann hat er sich mit Mühe und Not versucht, an dem Bulli noch vorbeizuquetschen und dann vor. Und dann haben wir den wieder dran gehangen, hat er den Rest noch rausgeschoben. Und ich habe erstmal nur Gott gedankt dafür, dass er wirklich uns da geholfen hat. Wir kamen pünktlich noch hier an, ne? Ja, ja. Pünktlich noch mit Essen, ja. Pünktlich noch mit dem Bulli raus. Ja, ich bin auf jeden Fall direkt noch zu dem Herrn gefahren und habe ihm gesagt halt, Entschuldigung, wir haben den Boden kaputt gemacht und ich will jetzt die nächsten Tage mal da runtergehen, alles wieder heile machen, nicht, dass es Unfallflucht ist. Ja, das war echt, da habe ich direkt, innerhalb von Sekunden hat Gott geholfen, so, kommt ein Bagger. Ja, und ich hatte heute eine Verabredung, um einen Grabstein abzuholen für unser kleines Grab da oben beim Friedhof. Und wir hatten eine gewisse Zeit, wo wir losfahren sollten. Eigentlich hatten wir ausgemacht um 2:30 und ich habe nur gesehen, dass bei uns der Bulli weg ist. Dachte ich mir, wer ist mit dem Bulli weggefahren? Und dann ruft mich die Frau an, die Besitzerin von diesem Grab, und sagt dann, leider ändert sich heute was bei meinem Arbeitsplan. Ich kann nicht so früh dort sein. Bitte kommt erst um 2:55. Und dann sagte ich ihr dann, ja gut, kein Problem für uns. Und ich hatte dann den Daniele angerufen, der Daniele hatte mich angerufen, hatte gesagt, du, der Marcel hat ein Problem, der ist noch nicht da. Und ich habe dann wieder runtergeschaut und dann sehe ich, ach, der Bulli ist ja schon da. Doch, doch, er ist da. Und sagt er, ja, aber der muss erst mal Mittag essen und so. Okay, das ist kein Problem, wir müssen sowieso erst später dort sein. Und von der Geschichte wusste ich noch gar nichts. Aber wir sind dann pünktlich losgekommen, pünktlich dort angekommen. Und ich hatte die Frau schon gefragt, ja, wie viel wiegt denn dieser Grabstein? Sagt sie, oh, keine Ahnung. Dann frage ich dann den Marcel, weißt du das? Hast du schon mal einen Grabstein ausgegraben? Er sagt dann, nein, habe ich auch noch nie gemacht. Eingegraben, ja. Ja. Und dann sind wir im Vertrauen, dass es schon irgendwie funktionieren wird, sind wir dann dahin gefahren. Und die Frau, die hat uns dann zum Friedhof geführt. Und ja, dann haben wir mal geschaut und Marcel hat da schon mal gewackelt und gerüttelt dran. Ja doch, lässt sich bewegen. Und dann hatten wir, so, wie sagt man diesem Ding? So eine Sackkarre hatten wir dabei gehabt. So, ja. Sackkarre. Ja, eine Sackkarre. Aha, genau. Hatten wir dabei und die haben wir dann alles zum Grab mit hochgebracht und fingen wir an da. Die Jungs, Marcel und der Daniele, fingen an zu puddeln und zu machen und zu tun. Und dann hatten wir uns dann entschlossen, ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal den Grabstein, bevor wir uns an den Rahmen machen. Und schauen wir mal, wie das funktioniert. Und der war so schwer. Dann kam die erste Hürde, ne? Die Treppen. Da gab es keine, entweder den Hang runter, die Wiese runter, das war aber schon ungefähr so hoch und dann so steil runter. Und das kannst du nicht halten, das kannst du nicht beherrschen, das fällt alles runter. Und dann entweder ist der Stein kaputt oder der Fuß von dem, der da unten steht und versucht aufzuhalten. Also so gefühlt war der Stein über 100 Kilo auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Mehr. Viel 150 mehr. Oder so. Viel mehr. Ja, oder weiß ich nicht. Also viel mehr auf jeden Fall. Ja. Der war so schwer, dass diese Karre da. Die Sackkarre, ja. Sackkarre, die Reifen waren komplett flach. Ich dachte mir schon, oh, der Melbourne hat den erst neu gekauft. Und wenn das Metall noch verbiegt, ja, es ist massiv und stark, aber ich dachte mir, ui, ob das geht. Aber irgendwie haben das dann die Männer geschafft, da die Stufen runterzukommen. Aber das war alles mit größter Vorsicht und mit sehr viel Anstrengung. Es war so schwer. Und ich stand daneben und ich habe nur gehofft, dass das funktioniert und gebetet im Herzen. Und dann habe ich gedacht, boah,
werden wir das überhaupt ins Auto schaffen? Und der Daniele sagt dann, ja, jetzt müssen wir es erstmal fertig die Treppe runterbringen und dann schauen wir weiter. Und dann ist einer gekommen mit einem Traktor. Ja. Und das war Der Sohn. Der Sohn von der Verstorbenen. Mhm. Und ich dachte mir schon, oh, Hilfe kommt. Ja. Und dann steht er da und sagt, ich kann euch leider nicht helfen, ich habe Bandscheibenvorfall. Mhm. Und am Traktor hat er auch nichts dran gehabt, womit er da irgendwie eine Hilfe hätte bieten können. Ist dann auch bald wieder verschwunden, als er gesehen hat, dass das irgendwie aussichtslos aussieht, dass wir das gar nicht schaffen werden, den Stein da ins Auto zu heben. Es war so schwer. Wir hatten Verschiedenes ausprobiert. Das war ja noch ein schwerer Sockel dran und unterschiedliche Ideen haben wir ausprobiert und es hat nichts funktioniert und alle drei mit voller Kraft. Ich bin dann ins Auto rein und wir hatten eine Gurte drum gebunden um den Stein und ich habe dann an der Gurte gezogen, die beiden Männer mit voller Kraft gehoben und alle gesagt, runter. Das war viel zu schwer, war nur so viel vom Boden weg und es also ging gar nicht, keine Chance. Und dann, wir hatten einander angeschaut, was soll man machen? Und ich hatte dann gesagt, komm, ich bete jetzt, beten wir. Und dann kurz nach dem Gebet, ich habe den Marcel beobachtet, hat er rumgeschaut. Wahrscheinlich hast du gehofft, dass Gott eine Hilfe schickt. Ja, ich habe gedacht, es kommt jemals wie heute oder vorher. Ja, war niemand da und irgendwie waren wir alle ein bisschen enttäuscht, dass da niemand kommt. Wir haben gebetet und... Und dann sagt er dann der Marcel, oh, Gott muss uns die Kraft von Goliath schenken. Und ich sagte dann, komm, wir probieren es nochmal, wir drehen den Stein, dass wir mal die flache Seite nehmen. Wir haben ihn seitlich versucht und drehen wir ihn mal. Und dann, schwuppsdiwupps, war der Stein im Auto. Ja, ich dachte, haben die Männer das jetzt auf einmal, also die haben das ganz allein geschafft. Ich hab da praktisch nichts gemacht. Und dann frage ich den Marcel, sage ich dann, Marcel, wie habt ihr denn das geschafft? Sagt der Marcel, ja nicht ich, das war der Daniele. Sagt der Daniele, nein, nicht ich, das war der. Also, nein, es war keiner. Es hat sich angefühlt, wie als wenn einer, wo wir so ein Stück hochgehoben haben, als wenn einer kommt wirklich mit so einer richtigen Kraft und rum und rein. Wir haben, das war, wie als wenn du auf einmal nur noch ein Buch reintust. Ja. Das hat man richtig gespürt. Ja. Unglaublich. Und zuvor mit voller Kraft. Und ich habe schon begonnen, im Rücken zu spüren, weil ich mich dann so gebeugt habe und gezogen habe. Und also es ging, es war unmöglich. Das war echt schön. Unglaublich, ja. Und dann sind wir zurück. Ja, und jetzt sind wir mit dem Stein da. Und ich hatte noch gebetet, Heiland, wenn du diesen Stein zu deiner Verherrlichung gebrauchen möchtest, wenn du siehst, dass wir diesen Stein haben sollen, dann schenk uns jetzt Weisheit und schenk uns Kraft. Aber wir hätten uns es nicht zugetraut, dass wir das schaffen. Wir dachten, Gott wird jemanden schicken, der uns helfen kommt. Also, dem Herrn sei Lob und Dank. Das war eine schöne Erfahrung. Das war echt schön. Ja, unsichtbare Hände. Ja, habe ich auch noch nie erlebt. Ich dachte, die Jungs hätten das allein gemacht. Ich habe keine Anstrengung da. Also, das war echt eine Erfahrung. Ja, dem Herrn sei Lob und Dank. Amen. Jetzt ist der Stein im Auto und dann schauen wir mal. There was a good variety that we could have for our worship period. Das war eine gute Vielfalt, die wir jetzt in unserer Andacht mit einbauen konnten. Yeah. So it's not always talk, but there's also this testimony. Es ist nicht nur ein Monolog, das heißt eben nur einer, der redet, sondern jetzt habt ihr auch mal lebhafte Zeugnisse gehört. No, because this is actually the experience of what it means to be a Christian. Das ist die Erfahrung, die zeigt, was es heißt, ein Christ zu sein. And many times the testimony is more of a powerful message. Than a prepared message. Und oftmals ist ein Zeugnis eine kraftvollere Predigt als eine vorbereitete Predigt. Mrs. Kaiser, the late Mrs. Kaiser, who owned this house. Die verstorbene Frau Kaiser, der dieses Haus gehört hatte.
She actually saw angels walking around in this house. Sie hat der Engel gesehen in diesem Haus, durch dieses Haus gehen. Walking in and out. Ein und ausgehen. Yeah, and she has written all this in a book. Und sie hat alles in einem Buch festgehalten. Then my wife has it. Und meine Frau hat es, ja. And we are planning to have it published. Und wir planen es mal zu publizieren. Yeah. And, also einige Einwohner in Mittelsinn haben ihr Buch. Mm. Ja, das wurde gedruckt. Okay. It looks the same. They are cousins, you see. Our phone are cousins. So, yeah, that made that testimonies from Marcel and my wife made the faith we have and the truth we claim to have becoming alive. Und diese Zeugnisse von Marcel und meiner Frau bringen die Wahrheit, die wir haben, zum Leben. And the message we practice is seen in the way how we handle crisis. Und die Botschaft, die wir praktizieren, wird dann gesehen, wenn eine Krise kommt und wie wir dann mit dieser Krise umgehen. The testimony reflects the ideas or the ideas that this God, whom we always been talking about, is there. Die Zeugnisse reflektieren our ideas. These miracles that we share is then about God. It's not just an idea, but it's really there. Diese Wunder, die wir über Gott erzählen, sind nicht nur irgendwelche Ideen, sondern sie sind real. Yeah, and a testimony like such as this makes our profession practical and accessible. Und solche Zeugnisse machen unser Glaubensbekenntnis praktisch und zugänglich. Last night we talked about the objective reality and the narrative of the objective narrative. Gestern hatten wir über die objektive Realität gesprochen und die objektive Narrative. And yes, that was a philosophical approach. Das heißt die objektive Erzählung. Und das war ein philosophischer Blickwinkel. But they are not impractical. Aber yeah. Nicht unpraktisch. Mm-hmm. So today, as I was working in the office, heute, als ich im Büro gearbeitet hatte, I was planning to listen to something that is worthy of listening. Da plante ich etwas zuzuhören, das es wert wäre, gehört zu werden. From some of those speakers that are actively sharing practical examples, practical principles in life. Von Sprechern, die praktische Lebensprinzipien wiedergeben. But then I received these videos from Marcel of our presentation. Dann hatte ich diese Videos von Marcel bekommen von unseren Präsentationen. And he was asking for a topic for it because there was no topic. Und er fragte um das Thema, die Titelsetzung. And so I was. So I said, okay, well, I guess I have to listen it over before I would know what topic I would give to this presentation. Und dann sagte ich mir, oh, dann muss ich wohl meine eigene Präsentation mir wieder anhören, um hier einen Titel setzen zu können. And as I was listening to it, und als ich zuhörte, I was deeply impressed by some of the thoughts that was shared.
Da fühlte ich mich tief beeindruckt von manchen Gedanken, die ich geteilt hatte. Because this time I'm listening to myself and my wife like a third person, that I was looking at someone else giving a presentation. What it wasn't me. Und diesmal hörte ich mir selbst zu und meine Frau als eine Drittperson, als wäre ich jetzt ein anderer, der hier zuhört. And I say, did I really say that? Und dann sagte ich zu mir selbst, habe ich das wirklich gesagt? I said, that sounds good. Und dann dachte ich mir, das hört sich gut an. But the thing was, aber die Sache war, I said, maybe the goodness of this is that I did not write it. Das wahrscheinlich ist es das Gute daran, oder ist es so gut, weil ich das Skript nicht aufgeschrieben habe. I was not reading from script. Das heißt, ich habe nicht von einem Skript abgelesen. Probably about 99% of the idea was original. Also 99% von dem, was ich gesagt hatte, kam einfach aus dem Ärmel sozusagen. Yeah, and that it was the fluidity of the message was basically unrehearsed. Und der Fluss der Botschaft war nicht eingeübt. Yeah, it was spontan. Also einfach spontan. And I was thinking. Und ich dachte mir, some of the ideas I shared, manche der Ideen, die ich geteilt hatte, said, this should go into a book. Das sollte ich in ein Buch verfassen. I said, this would be good. Das wäre gut. Maybe a small book. Vielleicht ein kleines Büchlein. Then the thought came to me. Dann kam mir der Gedanke, everything that is said, it has to be proven. Alles, das gesagt wird, muss geprüft werden. Because the assumption of the ideas that has been shared every evening. Denn der Hintergrund dieser Gedanken, die jeden Abend geteilt werden, was that truth is being spoken. Ist, dass die Wahrheit weitergegeben wird. And that truth, the purpose for speaking the truth, was not just simply telling people. Und die Absicht davon, dass die Wahrheit weitergegeben wird, besteht nicht nur darin, dass man einfach den Leuten die Wahrheit sagt. With the emphasis on the what is, but more on how to. Es geht also nicht nur how to practice those truths, how to practice those instructions. Es geht nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie. Das heißt, wie man diese Wahrheiten, diese Prinzipien in Praxis umsetzen kann. Because this is where whatever was said that was said within the intent of telling the truth. Denn was auch immer gesagt wurde mit der Absicht, die Wahrheit zu sagen, will be proven. Wird dann auch geprüft werden. Once it is practiced. Wenn es in die Praxis umgesetzt wird. Because then the thought came to me. Dann kam mir der Gedanke. I was talking with a young man. Und ich sprach mit einem jungen Mann. The young man has been giving me and has given a certain level of certain level of knowledge about life. Der junge Mann hatte ein gewisses Level an Wissen über das Leben. And has given the impression that he is proficient in certain skills in life. Und er hatte so den Eindruck gegeben, dass er ziemlich begabt ist in gewissen Lebensbereichen. And so in our conversation with him, und in meiner Konversation mit ihm, it got to the point where he said,
kam es dann zu dem Punkt, wo er sagte, I have been trying to reconcile between the objective experience that I have in life. Ich habe versucht, eine Verbindung zu finden zwischen der objektiven Erfahrung, die ich im Leben mache. Knowledge-wise, I think I have a lot. Vom Wissen her glaube ich, habe ich einiges. But objectively, I have not really applied it in my own life. In fact, I was running away from many of the principles because. Aber objektiv gesehen, glaube ich, habe ich vieles von meinem Wissen nicht im Leben angewandt, denn ich versuchte, vor manchem davon zu rennen. Because it's too demanding. Weil es einfach zu viel von mir fordert. And there's too much sacrifice demanded of me. Und zu Sacrifices. Ich müsste zu viele Opfer bringen. And I'm willing to give that because the truth, it seems the truth judges against my lifestyle. It's judging against my lifestyle. Und dazu bin ich nicht willig, weil die Wahrheit sich gegen meinen Lebensstil richtet. And so there was a good an hour and a half conversation I had with him. Da hatte ich eine gute eineinhalbstündige Konversation mit ihm. Yeah, and and I actually was able to share with him that principles I shared with you about that objective, this objective reality and this narrative, objective narrative. Ich hatte mit ihm über das Prinzip der objektiven Realität und der objektiven Erzählung gesprochen. And he was really touched. Und er war sehr berührt. To the point almost reduced to tears. Bis zu dem Punkt, wo er den Tränen nahe stand. And he was listening very seriously. Und er hörte sehr ernsthaft zu. And so we ended the talk, the conversation with prayer. Wir hatten dann die Konversation mit einem Gebet beendet. And after the conversation, I got into thinking again about this whole experience. Und nach der Konversation dachte ich noch einmal über diese Erfahrung nach. I'm reminded of this particular verse. Und ich denke an einen bestimmten Vers. If you turn your Bibles to the book of Matthew. Schlagt eure Bibeln in Matthäus Evangelium auf. And it is here in Matthew chapter 8. In Matthäus Kapitel 8. The story that we all know. Eine Geschichte, die wir alle kennen. Christ was called to help someone in need. Christus wurde gerufen, um jemanden zu helfen, der in Not war. Matthew 8, verse 5. Matthäus Kapitel 8, Vers 5. Please read all the way to verse 13. Wir lesen bis Vers 13. Der Hauptmann von Kapernaum. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen.
Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. I'm always impressed reading this story. Es beeindruckt mich jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese. But I'm deeply touched by this word recorded in verse 10. Und ich fühle mich tief berührt von diesen Worten aus Vers 10. Jesus was speaking and he said, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Jesus sprach und sagte, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Really? Wirklich? I thought Israel is full of people or is completely packed with people that are practicing faith, because this is where the knowledge of faith came from, at least that's my how I imagined it. Wirklich, ich dachte mir, Israel wäre voll gepackt mit Menschen, die ihren Glauben ausüben. So hatte ich über Israel gedacht. That is wasn't Abraham, the man whom they claim to be father, is known as the father of faith. War da nicht der Abraham, den sie als ihren Vater beanspruchten, bekannt als ein Vater des Glaubens? So surely the Israel then, the people of Israel then would be fit to be called as the children of faith, right? Ja, und sicher hätte doch das Volk damals als Kinder des Glaubens bezeichnet werden sollen, nicht wahr? But yet Jesus said, I have not found one with the quality of the faith of this centurion here in the whole of Israel. Und doch sagte Jesus, so einen, nicht einmal einen, der so einen großen Glauben zeigt wie dieser Hauptmann, habe ich in ganz Israel nicht gesehen. And what's the problem with this Israelite then? Und was war denn das Problem dieser Israeliten? Okay, what was one of the way how Christ found out that these people in Israel are not having faith as that of the centurion? Wie hatte denn Jesus herausgefunden, dass das Volk Israel nicht solchen Glauben wie der Hauptmann besessen hatte? One day Christ went to a certain place and he was talking with many people. Eines Tages ging Christus an einen gewissen Ort und unterhielt sich mit gewissen Menschen. And there he taught them about John the Baptist. I'm now narrating Matthew chapter 11. Und dort unterrichtete er sie über den Johannes des Täufers. Ich erzähle jetzt von Matthäus Kapitel 11. And he was talking. He was narrating his ministry and John's ministry. Er erzählte von seinem Dienst und dem Dienst des Johannes. Right. And then he got to this point in chapter 20 of chapter 11. Of verse 20, not chapter 20, dann, chapter 11, verse 20. Und dann kam er zu Matthäus Kapitel 11, Vers 20. And he started to upbraid the cities, the main cities of Israel. Da fing er an, die Städte Israels zu schelten. So, let's go to verses 20 to 24.
Und wir lesen jetzt Vers 20 bis 24. Weheruf über unbußfertige Städte. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. So, here it is. Christ was talking about, he was upgrading the cities. Why? Christus hatte die Städte geschältet. Warum? It's because there in this place many great works was done, but yet the people were not choosing to believe, but was doing the opposite. Es ist so, weil an jenen Orten viele große Wundertaten geschehen waren und das Volk trotz allem unbußfertig geblieben ist. And that, sie taten schlechte Dinge weiterhin. Right. And I would like to, there was another point in the Bible where Christ was astonished to the unbelief, the Bible says. Da gibt es eine weitere Bibelstelle, wo es heißt, dass Christus erstaunt war über ihren Unglauben. I'm looking at this verse, where this is. Und ich suche hier nach diesem Vers. Yeah, that's right. Here, come with me to Matthew chapter 13. Gehen wir zu Matthäus Kapitel 13. Matthew chapter 13 and verse 58. Vers 58. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Yeah, come with me to verse 53 to 58. Matthäus Kapitel 13, Vers 53 bis 58. Yeah, go ahead. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, so dass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. And this experience happened to Jesus. It's Mark 6:6. This experience happened exactly in the territory of the Jew. Und diese Erfahrung widerfuhr ihm im Territorium der Juden. Israel. In Israel. Many. Jesus himself was greatly been wondering because of the level of the unbelief. Jesus verwunderte sich wegen über ihren Unglauben. And yet these are the children of the Father of Faith. Doch waren das die Kinder des Vater des Glaubens, now, des Glaubensvaters. Read that in something that in Deutsch. Go ahead. Also hier Markus Kapitel 6, Vers 6 heißt es, und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Right. Therefore, Jesus said, I have not found this kind of faith
hier in Israel. Und deshalb sagte Jesus, dass es so einen Glauben wie dieser Hauptmann hat, habe ich in ganz Israel nicht gefunden. And the question that I think is important for me to answer, because unbelieving is dangerous as a follower of God. Und der Unglaube ist gefährlich für einen Nachfolger Gottes. And the question that I believe I need to answer is, und die Frage, die ich glaube, dass ich sie beantworten muss, ist, what caused them to be so unbelieving? Was hat sie denn dazu gebracht, so einen Unglauben zu haben? Maybe this is not an easy question to answer. Vielleicht ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Because I guess the reason why it's important for me to know this is, I do not want to become unbelieving. Denn ich glaube, der Grund, warum es wichtig ist für mich, das zu verstehen und zu wissen, ist, weil ich nicht in den Unglauben fallen möchte. And that if there is anyone who would practice this unbelieving attitude. Und wenn es jemanden gibt, der diese Einstellung des Unglaubens praktiziert. That if I know the symptoms. Und wenn ich die Symptome kenne, I should also know the cause. Dann sollte ich auch die Ursache kennen. So what was the cause of these people not being able to experience, the people, meaning the Israelites, not being able to have great faith like the centurion? Und was war denn nun die Ursache dafür, dass das Volk Israel nicht in der Lage war, so einen großen Glauben zu entwickeln, wie dieser Hauptmann es hatte? Now, I would like us to go to Matthew chapter 12. Ich möchte gerne mit euch zu Matthäus Kapitel 12 gehen. And we shall read verses 38 to 45. Und wir lesen Vers 38 bis 45. Das Zeichen des Propheten Jona. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm keins gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. That's right. So, what was the problem? Was war das Problem? Here Jesus was diagnosing the cause of the unbelief of the people of Israel. Hier hatte Jesus eine Diagnose gestellt für die Ursache des Unglaubens des Volkes Israels. Pharisees came running to Christ saying, give us some more signs, give us signs. Die Pharisäer rannten zu Jesus und sagten, gib uns noch mehr Zeichen, gib uns mehr Zeichen. I was listening to my wife when she was sharing her experience to me earlier today.
Als ich meiner Frau zuhörte, währenddem sie ihr Zeugnis mit mir teilte, and they were already very tired and tired moving this heavy stone. Sie waren schon sehr müde geworden, diesen schweren Stein zu transportieren, zu bewegen. And and you've heard the story that they were able to load these stones into the car with ease. Und ihr habt die Geschichte gehört, wie sie letzten Endes in der Lage waren, mit Leichtigkeit diesen Stein in das Auto zu laden. And they did not demand signs. Sie hatten um keine Zeichen gefordert. They simply ask for God's favor, and the focus is that God's name glorified. Sie hatten ganz einfach um Gottes Wohlgefallen gebeten, und der Fokus war die Verherrlichung Gottes. And as I was listening to my wife, I said deep in my heart, I said, I must glorify God by allowing this to be on the video. Und als ich meiner Frau zugehört hatte, da dachte ich mir, ich muss Gott die Ehre geben, indem ich meine Frau bitte, diese Geschichte zu erzählen. Because that's the intent of the exercise of faith. Denn das ist die Absicht der Ausübung des Glaubens. That God may be glorified. Dass Gott verherrlicht wird. However, the Pharisees were asking for signs. Die Pharisäer hatten um Zeichen gebeten. Demanding of God to show evidence that yes, the creator of the universe is with us. Sie hatten von Gott gefordert, dass er doch ein Zeichen gebe, dass wahrhaftig der Schöpfer des Universums mit ihnen ist. He must show us a sign to prove that he is really there for us. That kind of attitude. Dann muss er uns ein Zeichen geben, um zu beweisen, dass er auch wirklich für uns da ist. So war die Einstellung. Now, they might have interpreted that type of demand as the squeezing out of the juice of faith from their mind, from their soul. Und sie hatten vielleicht so eine Forderung so interpretiert, dass sie ihren Glauben so quasi aus ihrer Seele herausgequetscht hätten. But notice, compared with the centurion. Aber vergleicht es mal mit dem Hauptmann. He did not even ask for a sign. Er hatte nicht einmal um ein Zeichen gebeten. He did not squeeze, he did not demand of Christ to he demand of Christ for a sign so to prove that he is going to heal his servant. Er hatte Christus nicht um ein Zeichen gebeten als Beweis dafür, dass er seinen Diener, seinen Knecht heilen würde. Now it would be a difference if the centurion would have approached Christ. Christ, thank you for coming over here, but are you really going to be able to heal my servant? Es wäre eine andere Geschichte gewesen, wenn der Hauptmann zu Jesus gegangen wäre und gesagt hätte, danke Jesus, dass du in meine Gegend gekommen bist, aber wirst du wirklich meinen Knecht heilen? That if you are really going to heal my servant, show me fire from heaven first, and then I know for sure that my servant will be healed. Wenn du wirklich meinen Knecht heilen wirst, dann bitte zeig mir erst einmal, wie Feuer vom Himmel fällt, und dann werde ich dir glauben, dass auch mein Knecht geheilt wird. But if the centurion would have done that, wenn der Hauptmann das gemacht hätte, he would have simply repeat that which the Jew has been doing all this while. Dann hätte er ganz einfach das wiederholt, was die Juden die ganze Zeit über gemacht haben. Sign, sign, sign. Zeichen, Zeichen, Zeichen. Then I will believe. Dann erst werden wir glauben. And how did Jesus identify these symptoms? Und wie hatte Jesus diese Symptome identifiziert? Chapter 12, verse 39, he lamented by saying,
In Kapitel 12, Vers 39, da he lamented, tat es ihm weh, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it but the sign of the prophet Jonas. Es jammerte ihn und er sagte, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jonah. And that might have really impressed the hearts of the listeners around Christ at that time, because Jesus was actually referring to a factual historical event that everyone knows in Israel. Das muss wohl die Herzen der Zuhörer beeindruckt haben, weil Jesus bezog sich auf ein Ereignis, das wohl bekannt war den ganzen Einwohnern Israels, war diese Geschichte bekannt. Although Jonah's name was mentioned, yet the main lesson in this whole discourse was not about Jonah. Obwohl Jonas Name hier erwähnt wird, aber die Hauptlektion dieser Erfahrung war nicht Jonah selbst. Because if you study the book of Jonah, the experience of Jonah, he was an unbelieving prophet. Denn wenn man die Erfahrung von Jonah studiert, dann weiß man, dass er ein ungläubiger Prophet gewesen war. Wasn't he running away from duties? Rannte er denn nicht von seinen Pflichten davon? That it took a whale to swallow him and spat him out out of the coast of Nineveh? Dass Gott einen Wal schicken musste, der ihn verschluckte und dann wieder rausspuckte an der Küste von Nineveh? And then after the Ninevites had heeded to his sermon, or rather his warnings. Und dann, danach, als dann die Einwohner von Ninive auf seine Warnung ernst genommen hatten, then Jonah went up to a certain hill and was observing with hope that God would finally send fire and consume this wicked nation. War Jonah nicht auf einen Hügel gestiegen, um von dort oben zu beobachten, wie Gott schlussendlich Feuer herabschicken würde, um die Einwohner von Ninive zu verzehren? Wasn't he arguing with God about God's grace and mercy extended to the Ninevites? Hat er denn nicht geklagt bei Gott, warum er nun den Einwohnern von Ninive so viel Gnade und Barmherzigkeit erwiesen hat? Jesus's focus was not on Jonah. Jesu Fokus lag nicht auf Jonah. But notice, sondern Jesus's focus in telling this story bemerkt, was Jesu Fokus the attitude of the Ninevites. Mit dieser Geschichte lag auf der Einstellung der Einwohner der Ninives. After Jonah's preach for some days throughout the city of Nineveh. Nachdem Jonah mehrere Tage lang gepredigt hatte in der Stadt von Nineveh. Did the Ninevites said to Jonah? Hatten dann die Einwohner von Nineveh zu Jonah gesagt? Aha, Jonah. Before we believe you, before we choose to believe you and trust that what you are saying is correct, show us fire from heaven. Ha, Jonah, bevor wir glauben, was du uns sagst, dass das korrekt ist, musst du uns Feuer vom Himmel fallen lassen. Did the Ninevites ask for such signs? Haben die Einwohner von Nineveh um solche Zeichen gebeten? And yet, did they? Haben sie das gemacht? Can you read any Bible verses to indicate that they have actually demanded for signs from Jonah before they choose to repent? Könnt ihr sowas aus den geschichtlichen Aufschreibungen lesen, dass die Einwohner von Ninive Jonah gebeten haben, zuerst ein Zeichen zu geben, bevor sie ihm glauben würden? Yes or no? Ja oder nein? The answer is no. Die Antwort ist nein.
In fact, the Bible says, in der Tat, die Bibel sagt, when they heard the message, als sie die Botschaft gehört hatten, the Ninevites mourned and they put sackcloth on them and they torn down, they took off their robes and they fasted. Da tat es den Einwohnern von Ninive leid, sie taten Buße, sie hatten Säcke an, wie sagt man dem? Ja, Säcke angezogen und mit Asche sich beworfen. And they repented. Und sie hatten Reue getragen. Without asking a single sign from this unbelieving prophet. Ohne auch nur ein einziges Zeichen von diesen ungläubigen Propheten zu erbeten. Jesus had skillfully weaved this story and used it and presented it before the people to make a very impressive lesson. Jesus hatte mit großer Handfertigkeit diese Geschichte so mit eingebunden in seiner Rede, um hier ihnen eine Lektion weiterzugeben. Right. And so I could imagine the Pharisee might have listened to this, and I wonder how many of them really understood it. Ich kann mir vorstellen, als die Pharisäer ihm zuhörten, wie geschickt er diese Geschichte in seine Rede mit eingebunden hatte, dass sie beeindruckt waren, aber ich frage mich, wie viele von ihnen haben wirklich verstanden, was Jesus da gesagt hat? How many of them really have understood the message like, that's right, the Ninevites did not ask for signs, they believe in this unbelieving prophet, but us, we are asking and demanding for signs. Ich frage mich, wie vielen es wohl aufgefallen war durch diese Geschichte, die Jesus erzählt hatte, dass die Einwohner von Ninive wahrhaftig nicht um Zeichen und Wunder gebeten hatten, bis sie glauben konnten, und die dann die Parallele zogen, ja, und wie machen es wir denn? Wir fordern Zeichen. You see, the centurion didn't ask for signs. Ihr seht, der Hauptmann bat nicht um Zeichen. But the people of Israel, the children of the father of faith, were demanding for signs. Aber die Kinder Israels, die Kinder des Glaubensvaters, hatten Zeichen und Wunder gefordert. Therefore, Jesus said, und deshalb sagte Jesus, I have not found on anyone, not one in Israel, to have such a great faith. Ich habe keinen einzigen in Israel gefunden, der so einen großen Glauben hat. A childlike faith. Einen kindlichen Glauben. Asking no signs or proof. Wo um keine Zeichen und keine Beweise gebeten wird. But simply primitively believing God. In Einfachheit und primitiv einfach Gott glauben. There must be in the last days a primitive godliness. In den letzten Tagen der Weltgeschichte muss es eine primitive Gottseligkeit geben. And primitive godliness is based on a primitive believing. Und eine primitive Gottseligkeit basiert auf einem primitiven Glauben schenken. You see, Glaubensleben. The message today is so amazingly important for us to really take it seriously. Wir sehen, die Botschaft von heute Abend ist so wichtig, dass wir sie ernst nehmen müssen. Because weil what will determine our survival in the last days, was schlussendlich unser Überleben
in den letzten Tagen der Weltgeschichte bestimmen wird, when the crisis comes, wenn die Krise kommt, is the simplicity of believing in God. Ist dann die Einfachheit des Glaubens an Gott. Or primitive believing. Oder dieses primitive Glauben. Primitive are simple people. Primitive Menschen sind einfache Menschen. Yeah, in fact, I had a dream once. Ich hatte einmal einen Traum gehabt. And I was thinking, in my dream I saw me just swimming in a nice sparkling river in Borneo. Und in meinem Traum sah ich, wie ich in einem schönen glitzernden Fluss in Borneo am Schwimmen war. So simple. Es war so einfach. And go back and out there, out in the nature. Und ich war dort in der Natur. There's not even electricity. Da gab es keinen Strom. Primitive. Ganz primitiv. Simply enjoying life as it is. Ich erfreute mich am Leben so einfach wie es war. Not requiring extravaganza as a basis for satisfaction. Und brauchte keine Extravaganz als Grundlage für die Befriedigung. Simply enjoying, not even surviving. Surviving is too harsh. Eine einfache Freude, ein einfaches Genießen. Es geht nicht um Überleben. Yeah, it is actually not surviving. It is enjoying what is there. Es geht nicht um das Überleben, sondern um das Freude haben an dem, was man hat. It is the European who comes to our primitive environment who would say, es sind die Europäer, die in unsere primitive Umgebung kommen und we sagen have to würden, we survive the situation there in Borneo, in the jungle. Wir haben überlebt, die Umstände im Dschungel in Borneo überlebt. Of course, because they're not used to the simplicity. Ja. They're used to stove, they're used to all of this, the washing machine and so on. Ja, natürlich, weil sie sich nicht an die Einfachheit gewohnt sind. Sie sind sich gewohnt an einen elektrischen Herd und Ofen und Waschmaschine und alles, was man hier so für Vorzüge hat. Over there, when we cut our wood to make firewood and make fire, that's fun for us. Dort drüben, wenn wir unser Holz hacken und zubereiten für das Feuer, um dann kochen zu können, da haben wir Freude dabei. We have been doing this for several hundred years. Das haben wir über hunderte von Jahren hinweg gemacht. When the European goes over there and they have to do exactly what we are doing, they call it survival. Als dann die Europäer zu uns rüberkamen und das machen mussten, was wir machten, da nannten sie es Überleben. But that to us, and so now we are called by those from modernity primitive. Und nun werden wir von der modernen Welt als primitiv bezeichnet. Whereas for us, it's not primitive, that's lifestyle. Wobei es für uns nicht primitiv ist, sondern ein Lebensstil. That's, we are comfortable like that. Uns ist es so komfortabel. But how did I get here? Aber wie komme ich jetzt zu diesen Gedanken? That was an illustration to the level of primitivism, the primitiveness that we should arrive to when it comes to trusting God. It is not survival, it is our Gewohnheit, it is our habit, our lifestyle, to simply believe. Es geht darum, dass wir, wenn es um das Vertrauen in Gott kommt, dass wir zu einer primitiven, einfachen Form des Vertrauens gelangen müssen. Es geht nicht ums Überleben, sondern um ein primitives, einfaches Vertrauen. But we from the modern, with the inclination of postmodernistic ideology, philosophy. Aber wir aus der modernen Welt mit der Neigung zur postmodernistischen Philosophie. Now
it is important for us to have it is important for us to have the primitive faith for our survival. Müssen verstehen, dass es wichtig ist, dass wir einen primitiven Glauben uns aneignen zum Überleben. Which is supposed to be already our lifestyle on a daily basis. Was eigentlich schon auf täglicher Basis unser Lebensstil sein sollte. So I could imagine how the lifestyle of the centurion on a daily basis. Und ich kann mir vorstellen, wie das der Lebensstil des Hauptmannes auf täglicher Basis gewesen sein muss. It must be so simple. Es muss wahrscheinlich so einfach gewesen sein. If they're out of food, wenn er keine Nahrung mehr zu Hause hatte, children or wife complaining, Kinder oder Frau beklagen sich, don't worry, God will supply. Dann muss er wohl gesagt haben, mach dir keine Sorgen, Gott wird sorgen. If you go to the house of the Pharisees, wenn man ins Haus der Pharisäer ging, when they're out of food, wenn keine Nahrung mehr da war, the father, and then the children and the wife would come, no food. Kamen vielleicht die Kinder und die Ehefrau und sagten keine Nahrung. Immediately the father would raise his voice with extended hands to the air, to the heaven. God, where is your mercy? Show us your sign. That kind of idea. Sofort würde dann der Pharisäer, der Vater, seine Hände zum Himmel erheben und schreien, Gott, wo ist deine Barmherzigkeit? Zeige uns deine Barmherzigkeit. That's not primitive. Das ist faith. Aber nicht kein primitiver Glaube. The centurion is very primitive. It's his lifestyle. Sondern der Hauptmann simple, ist sehr primitiv. Ganz einfach. Er glaubt ganz einfach. Yeah. So I hope that has been. I leave you with a thought and I hope that will give you, this will help you to go to bed nicely tonight. Und ich lasse euch jetzt mit diesen Gedanken und ich hoffe, dass euch diese Gedanken helfen, mit Frieden im Herzen zu Bett zu gehen. Let's pray. Lasst uns beten. Father, bless us with a primitive faith. Vater, bitte segne uns mit einem primitiven Glauben. We, the modernized people that we are going far, far away from this primitive faith. Wir, die wir modernisierte Leute sind, bewegen uns immer weiter weg von diesem primitiven Glauben. We are so used to asking signs, and there must be structure of some there must be evidence to show that what we are doing is correct. Wir sind uns daran gewohnt, um Zeichen zu bitten, und wir möchten gerne immer Beweise sehen für das, was wir tun, dass es auch korrekt ist. And so therefore this habit is inhibiting the possibility for us to develop primitive faith. Und diese Gewohnheit hindert uns daran, einen primitiven Glauben zu entwickeln. But we know that this is necessary for us. Aber wir wissen, dass dies eine notwendige Erfahrung ist für uns. We ask for forgiveness of our sins for being so unbelieving, and we demand signs here and there to for you to prove that you are faithful to your promises. Und wir bitten dich um Vergebung für unseren Unglauben, dass wir um Zeichen gebeten haben, dass du uns auch wirklich treu bist. We are believing our standard of our relationship with you is similar to that of the Pharisee and Jonah. Unser Standard, unsere Beziehung zu dir lässt sich vergleichen mit Jonah. And the Pharisees. Und den Pharisäern. But help us to have that
simple believing of a child, a primitive faith like the centurion. Aber bitte hilf uns, einen einfachen, primitiven Glauben zu haben, wie der Hauptmann es hatte. Thank you for answering our prayers. Danke, dass du unsere Gebete beantwortet hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.